Bastelzeit und heute mal mit etwas, was wir schon länger nicht mehr hatten, nämlich, hey, einem Bausatz. Ja, hatte schon lange keinen mehr, was hauptsächlich daran liegt, dass die meisten Bausätze nicht so interessant aussehen und ich habe halt gerne irgendwas, wo ich was Neues sehe oder irgendeine ungewöhnliche Technik. Das hier könnte etwas sein. Ja, wir sehen schon diese zwei Kannen und ja, der ein oder andere wird es eventuell schon mal gesehen haben. Das hier, das ist ein Schwerkraft-Besiegegerät, nenne ich es mal. Das Ding sollte Ultraschallwellen erzeugen, und zwar stehende Wellen. Das heißt also Wellen, die sich nicht im Raum bewegen. Und da kann man dann in den Punkten tatsächlich Dinge schweben lassen. Deswegen sind hier so kleine Styroporkügelchen drin. Ja, klingt auf jeden Fall interessant, war nicht teuer und ja, dürfte auf jeden Fall interessant sein, mal zu gucken, was die denn hier alles haben. Wir sehen ja schon SMD-Chips und alles Mögliche. Also schon ein etwas komplexerer Bausatz. Hilft natürlich nicht, dass es keine Anleitung gibt, wie üblich, aber hey, wir sind ja Profis und so. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, ich gucke gerade mal parallel, ob es bei der Webseite, wo ich das her habe, zufällig eine Anleitung gibt. Nicht, dass ich da Unfug rede. Nein, auch da keine Anleitung dabei, nur eine Stückliste. Und ja gut, die Stücke sehe ich gerade selber. Was ich schon mal hier sehe, sind zwei ICs und ein Spannungswandler. Widerstand, Elko, noch zwei Kerkos oder sowas. Die beiden hier, wo ich hoffe, dass sie gleich sind. Ja, sieht so aus. Das sind die Ultraschall-Transmitter, Transducer. So, jede Menge Mechanik-Krempel. Schrauben. Das ist jetzt sehr ungünstig, weil Schraubendreher habe ich jetzt natürlich nicht hier hingeholt. Eine LED und eine Powerbuchse. Gut. Und natürlich zwei von denen hier. So, ich gehe sehr stark davon aus, dass hier einer von den Transducern drauf gehört und das dann irgendwie verschraubt wird, sodass es nach unten geht. Hier gehören aber zwei ICs drauf. Ah, wunderschön. Es ist beschriftet, was wohin gehört. Hier ist der STC 15F104 und der TC4427. STC müsste ein ST Micro oder STC Micro, nicht ST Micro, das sind die anderen. Ja, also ein kleiner Mikrocontroller, wahrscheinlich 8051 oder was das ist als Basis. Und TC4427 müsste nachgucken, aber ich schätze mal irgendeine Art von Verstärker, Op-Amp oder sowas. Ansonsten U1 Spannungsregler, wenn das mal kein HMS 1117 ist. Und was haben wir? HMS 1117 5.0. Okay. Muss ich aufpassen. Die meisten AMS 1117, die ich hier rumliegen habe, sind 3,3 Volt Modelle. Das hier ein 5 Volt Modell. Gut. Ja, wie wir sehen, die Styroporbällchen, die sind schon überall an der Packung hier am Kleben. Die möchte ich möglichst auch da drin behalten. Ah, perfekt. Gut. Ja, wie gesagt, Anleitung haben wir keine. Ich habe nur ein Bild, wie es aussehen soll am Schluss. Und das kriegen wir, denke ich, hin. Ansonsten würde ich behaupten, wir arbeiten uns ganz klassisch vor und fangen mit den kleinsten Bauteilen an, die wir finden können. Und das wären in dem Fall die ICs. Gut, Lötkolben, Lötzinn, los geht's. Also, das sind die beiden und ich würde sagen, wir fangen damit an, dass wir bei einem Pin ein bisschen was hinmachen. An Lötzinn. Dann drauflegen und dann festlöten. So, jetzt gucke ich aber mal gerade, ob ich eine Pinzette habe. Das ist ein bisschen kleiner, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich hatte mir den eben direkt, als es angekommen ist, gegriffen und habe nicht darauf geachtet, dass da tatsächlich SMD drin ist. Das ist ja für Bausätze doch eher selten. Nee, jetzt so auf die Schnelle keine Pinzette gefunden, aber das Ding hier tut es auch. Hauptsache ein bisschen schieben. So, was haben wir denn jetzt hier? Das hier ist STC, Gegenprobe, dann ist das hier der andere, 4427, das ist ein IR4427, dann könnte das auch ein MOSFET sein.
International Rectifier, also IR. Kenne ich sonst eher von MOSFETs. Na gut, so. Gucken, hier haben wir irgendwo einen Punkt. Das ist Pin 1. Der Punkt kommt in die Richtung, wo auch hier diese Einbuchtung ist. Also so rum da drauf. Dann gucken wir mal, ob wir das da so festbekommen oder ob ich tatsächlich noch mir Pinzette holen gehen muss. Nee, das geht wunderschön. So, habt ihr jetzt gesehen, ich habe warm gemacht, dann reingezogen und jetzt passt das. Von der anderen Seite gucken, jo, das ist okay. Und ja, im Zweifelsfall mit einem Mikroskop ginge das deutlich besser. Dann kann man schön sehen, was man da gerade macht. Und was auch immer hilft, ist Flussmittel zu benutzen. Ich habe jetzt hier ein Lötzinn, wo recht gutes Flussmittel drin ist. Deswegen geht es so. Wenn man ein Lötzinn hat, wo nicht so viel Flussmittel drin ist, dann kann man auch separat nochmal Flussmittel drauf machen. Dann lötet sich das deutlich einfacher. Dann ist auch nicht das Problem, dass hier die Spitze größer ist als die Pins. Das Lötzinn bleibt dann halt einfach nur da haften, wo es auch entsprechend hingehört. So, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir auch hier die anderen Pins noch fest, wollte ich gerade sagen. Sagte ich eben, ich habe gutes Flussmittel drin. Ja, das bringt natürlich nichts, wenn man noch viel Lötzinn auf dem Kolben hat und da entsprechend das Flussmittel schon verbrannt ist. Deswegen hat es da hinten die beiden Pins nicht so doll dahin gemacht. Was ich gerade zum Stocken gebracht hatte, hier steht 5 Volt 3.0 3.1G. Ich hatte nur die 5 Volt und 3.0 gesehen, dachte mir, 3 Volt, wo sollen die herkommen? Wir haben doch nur einen 5 Volt Spannungsregler hier. Aber ich schätze, 3.0 und 3.1 werden die PIN-Nummern sein oder irgendwie die Port-Nummern von diesem Mikrocontroller. Und perfekt, hier haben wir noch Endlötlitze. Die ist zwar, glaube ich, ohne Flussmittel, aber um hier ein bisschen aufzuräumen, müsste das reichen. Wunderschön. So, dann der andere. So, Pin 1 hier mit einem gedruckten Punkt. So rum. Das sollte passen. Wieder unseren Trick hier. Den einen, den wir vorverzinnt haben, einmal heiß machen. Gerade über die Pads schieben. Und wegnehmen. Okay, dann lüften wir erstmal an einer anderen Stelle hier was fest. Okay, das müsste alles passen. Haben wir noch irgendwas, was Kleines? Ich glaube nein. Mal schauen, was wir hier noch haben. LED, der Widerstand, Kerko 104. Kerko 104 sind also die gleichen. Den und die Buchse. Okay. Würde ich sagen, das nächste. Der Widerstand hier. Widerstand Richtung prinzipiell egal. Wenn mehrere drauf sind, würde ich empfehlen, sie in dieselbe Richtung zu machen. Lässt sich das später einfacher lesen. Das Ganze ist Through-Hole, wird also hier durchgesteckt. Nicht wie die anderen, die einfach nur auf die Oberfläche gelötet werden. Durchstecken, klassische Variante. Manche sagen einfacher zu löten. Das funktioniert nicht. So. Ich schneide es jetzt hier so ab. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, ob man das machen kann, soll, weil man halt hier so die Lötstelle mechanisch belastet. Bei hier so dünnen Drähten ist es eigentlich sehr selten, dass das wirklich ein Problem ist. Nächstes gehen wir mal hier der Reihenfolge nach, was mir am kleinsten aussieht. LED. Da haben wir, wie wir hier sehen können, ein längeres und ein kürzeres Beinchen. Das längere ist der Pluspol. Und haben wir hier oben auch eine Bezeichnung. Ja, da haben wir ein Plus und ein Minus. Wunderschön. Dann machen wir das so. Das durchgesteckt. Ihr seht, ich biege das hier dann auf der anderen Seite auseinander. Dann kann es nicht mehr rausfallen. Dann kann ich in Ruhe umdrehen und löten, ohne dass da die Gefahr besteht, dass mir das Bauteil irgendwie sich verzieht, abhanden kommt oder irgendetwas. Wichtig im Übrigen beim Abschneiden, immer irgendwie einen Finger draufhalten oder sowas. Ihr habt es ja gerade gesehen, das eine Beinchen, was ich geschnitten habe, ist irgendwo hingeflogen. Und naja, irgendwo auf dem Schreibtisch ist im Zweifelsfall ärgerlich. Irgendwo ins Auge ist im Zweifelsfall Aua. Von daher
sollte man halt immer darauf achten, wo man mit dem Zeug rumhantiert. Ansonsten die üblichen Warnhinweise fürs Löten. Das hatten wir schon. Wo ist der andere? Man sollte das Ganze vielleicht nicht in einem Bereich machen, wo man auch isst. Das Lötzinn, das hat je nachdem Inhaltsstoffe, die nicht ganz so gesund sind. Insbesondere, wenn man altes Lötzinn hat. Bei altem Lötzinn ist Blei drin und Bleivergiftung macht definitiv keinen Spaß. Bei neuerem ist zwar kein Blei mehr drin, aber auch die Flussmittel, die da drin sind und so, das ist alles nicht so gesund. Entsprechend dann halt vielleicht nicht auf dem Küchentisch machen. Nicht irgendwie zwischendrin noch Chips essen mit denselben Händen, womit man das Lötzinn anpackt und sowas. Eventuell auch für ein bisschen Lüftung sorgen, also Fenster auf oder sowas. Bei kleinen Lötmengen ist das, ich will nicht sagen unkritisch, aber die Menge ist wahrscheinlich überschaubar an Schadstoffen, die man dadurch den Dampf haben kann. Ich würde es jetzt nicht direkt einatmen, aber ja, Kleinmenge und sowas. Gut, nochmal die hier, 104 steht drauf, 104 steht auf dem Board. Das klingt so, als ob das zusammenpasst. Das wären die hier. Jetzt hier das auch noch treffen würden, so. Auseinanderbiegen und ich mache den anderen direkt mit rein. Da muss ich nur einmal löten. Zack, zack. Hier sieht man, dass das nicht so 100% passt. Der Kondensator hat ein breiteres Maß als das, was wir an Bohrung haben auf der Platine. Es kann schon mal vorkommen, gerade bei hier solchen Bausätzen, die wahrscheinlich jetzt nicht in so großer Stückzahl mit Qualitätsansprüchen da, sage ich mal, designt werden. Da kommt es dann schon mal vor, dass der Hersteller da immer mal wieder andere Bauteile kauft, die sich ein bisschen unterscheiden. Und ja, dann passt es nicht immer 100%. Aber solange es am Ende funktioniert und irgendwie da reinpasst, ist das erstmal für mich okay. Sieht halt nur nicht ganz so schön aus. Gut, was haben wir noch? Den hier. Das ist ein Elko. Im Übrigen bei den beiden Kerkos hier auch wieder keine Polarisierung. Hier haben wir wieder eine, längeres Beinchen, kürzeres Beinchen. Längeres ist Plus, kürzeres ist Minus. Hier ist auch ein Minus aufgedruckt. Hier unten ist schraffierte Fläche und Plus rechts. Okay, also längeres Beinchen ins Plus. Die schraffierte Fläche dahin, wo auch hier dieser weiße Streifen ist mit dem Minus. Auch das richtig rum da drin. So, und last but not least haben wir jetzt außer den Ultraschalldingern nur noch die Strombuchse. Ob die eine gute Idee ist, weiß ich noch nicht. Ah, hier steht sogar DC 12 Volt, wunderschön, dann wissen wir auch die Spannung. Kann sein, dass ich am Ende Drähte dran mache, weil ja, ist meistens einfacher. Muss gleich mal gucken, was ich da habe. Mein Netzteil wäre wahrscheinlich sogar angebrachter, irgendein altes Netzteil mit 12 Volt werde ich bestimmt noch rumfliegen haben. Das ist hier nicht im Lieferumfang. Wenn man sowas also nicht zu Hause hat oder das mit dem Labornetzteil betreiben möchte oder sowas, dann muss man sich das nochmal separat kaufen. Hier im Übrigen kann es teilweise ein bisschen länger dauern, um das hier zu löten. Das ist natürlich ein größeres Bauteil, entsprechend mehr Metall dran. Mehr Metall heißt, das zieht auch mehr Hitze und dann braucht der Lötkolben da ein bisschen länger, um alles erstmal aufzuheizen. Gerade wenn man einen hat, der nicht so viel Leistung hat, wie jetzt das Modell, was ich hier liegen habe. Aber der hier, der hat irgendwie offiziell 60 Watt oder sowas. Das ist schon relativ viel. Die meisten einfachen Lötkolben, die sind eher bei 30, teilweise sogar 15 Watt. Also da braucht man dann schon ein bisschen länger. Gut, haben wir sonst noch was? Nö. Dann haben wir die beiden hier. Das ist jetzt schlecht. Hier auf der Platine ist ein Plus und ein Minus abgedruckt. Das heißt, es wird hier ein Plus und ein Minus geben. Ich sehe auch, dass einer einen Kreis hat, aber es ist nirgendwo beschrieben, was ist. Okay, wie kriegen wir das jetzt raus? Okay, das geht gerade einfacher. In den Kommentaren hat jemand schon einen Hinweis hinterlassen, dass das mit dem Schwarzen der Pluspol ist. Da muss ich nicht anfangen, hier zu suchen, wie das Datenblatt sein kann. In den Datenblättern steht es drin, aber auch das ist halt hier wieder ein bisschen, halt, falsche Richtung, ist jetzt hier wieder ein bisschen schwierig, weil
Weil hier steht halt nirgendwo eine Typennummer drauf. Das Einzige, was wir haben, ist dieses T. Und mit einem T auf die Suche zu gehen, das könnte aufwendiger werden. Von daher, wenn es da so Leute gibt, die so Infos, die sie rausbekommen haben, dann direkt irgendwo sinnvoll hinschreiben, das ist dann immer sehr hilfreich. Spart einem dann die Arbeit, selber auf die Suche zu gehen. Gut, die Pins lassen wir dran. Dann, die Platine ist fertig, die hier haben wir noch. Gibt es hier oben oder unten? Ich glaube nicht, sollte egal sein. Dann machen wir auch hier wieder plus dahin, minus dahin. Zack, zack. Oder auf der anderen Seite irgendwas? Nee. Ah, hier. Ah. Hier ist das Plus umkreist. Damit hätte man es erkennen können. Okay. Nicht so direkt eindeutig, aber immerhin haben sie es irgendwo dann an einer Stelle, wo man es noch finden könnte. So. Jetzt müssen wir den Kram nur noch zusammenbauen, ne? Gut. Gehen wir mal auf die Suche, was, wie, wo. Die langen hier oben dran mit jeweils einer kleinen Schraube. Die da durch und dann hier drauf. Okay. Der anderen Seite. Dieser, ja, was wird das sein? Messing oder irgendwas? Diese Abstandshalter hier, die nutzt man dann tatsächlich auch, um den Strom nach oben zu bekommen. Das ist also wirklich dann hier die Plus- und die Minusleitung. Okay. Hier unten drauf dann diese hier, die kurzen Stücke. Das ist einfach nur, um das einmal rumzudrehen, das Gewinde wegzumachen und stattdessen die Schraubenseite wegzumachen, stattdessen eine Mutterseite hinzumachen. Und das wird dann hier drauf geschraubt und zwar so. Wir müssen jetzt nur gucken. Hier ist Plus und hier ist auch ein Plus drauf geschrieben. Das heißt, die beiden gehören zusammen. Das heißt, so rum. Und auch da dann wieder Schraube durch und anziehen. Das könnte jetzt problematischer werden, jedenfalls ohne Werkzeug zu holen. Ja, okay, ich gehe mal einen Schraubendreher holen. Okay, so, das dürfte besser funktionieren. Minus in diese Richtung. Wie viele Hände brauchen Sie? Ja. Das ist nicht so einfach, ohne noch einen Helfer dabei zu haben. Ja, gut. Bisschen Geschicklichkeit kriegen wir selbst hier noch zusammen. Ich meine, ich bin zwar zertifizierter Grobmotoriker, wurde mir mal jedenfalls so von einem potenziellen Arbeitgeber bescheinigt. Aber für hier sowas reicht es dann anscheinend doch noch. Gut, das haben wir da drauf. Was jetzt noch? Die Plastikdinger haben wir noch. Die sollen wir unten drunter schrauben. Ja, schön, von der Schrauben haben sie überall einen mehr. Okay, das heißt das da durch und das hier so. Ja, das sind einfach die Füße, auf denen man das Ganze dann am Schluss abstellen kann. Also recht unkritisch. Zwei Schrauben bleiben locker und damit sind wir dann fertig, können in den Test übergehen. Mal gucken, ob das Ding tatsächlich Sachen schweben lassen kann. Und wenn ja, ob wir rausbekommen, was wie wo da funktioniert. Ich meine, am Ende wird es Software sein. Wir haben ja hier einen Mikrocontroller, der wahrscheinlich irgendein Programm drauf hat. Was auch immer das andere ist, müssen wir noch gucken. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir irgendwelche Frequenzen mindestens mal hier messen können, die da Dinge tun. Und ja, gut. 12 Volt Netzteil. Center positive. Ich hoffe, Center positive. Ja. Okay, das ist auch der Standard. Das
heißt, die meisten Netzteile sollten da passen. Gut, 12 Volt Netzteil auf die Suche. Wobei, fangen wir erstmal mit der sogenannten Angsthasen-Variante an. Das hier ist ein Labornetzteil, relativ günstiges in dem Fall hier. Und der Vorteil bei dem ist, wir können Spannung und Strom einstellen. Spannung ist ja kein Problem, das wissen wir, 12 Volt. Und was mit Strom? Na, den kann man hier limitieren. Das macht in den meisten Fällen im Betrieb keinen Sinn, weil wir nutzen halt so viel Strom, wie gebraucht wird. Aber durch das Limit haben wir den Vorteil, wenn ich irgendwas hier falsch gemacht habe bei dem Ding und irgendwas kaputt ist, na, dann limitiert der hier halt, wie der Name sagt, den Strom und sorgt dafür, dass nicht so viel Leistung in die Schaltung geht und wir eventuell nicht alles in Flammen aufgehen lassen. Ich meine, nicht, dass hier großen Feuer entstehen würde, aber es würde halt eine Menge Sachen kaputt machen, was wir eventuell hiermit vermeiden können. So, ich stelle den mal ein auf 12 Volt. Wäre ein relativ geringes Stromlimit. Dann machen wir das mal hier dran und gucken, was passiert. So, wo ist hier was? Das ist Minus. Der Plus sitzt da hinten sehr ungünstig. So, an. Okay, Lampe geht an. Das ist schon mal ein guter Start. Lampe an heißt, dass wir wahrscheinlich unsere 5 Volt, wow, unsere 5 Volt haben. Bin mir nicht sicher, ob ich es schon geschrottet habe, jetzt durch die abrutschende Klemme. Bis eben war da nämlich noch ein bisschen mehr Strom zu sehen. Na gut, probieren wir erstmal weiter. Ah, okay. Jetzt sieht es richtig aus. Wieder an hier. 12 Volt, 40 mA. Boah. Aber es sieht auf jeden Fall alles so aus, als ob es funktioniert. Hören kann man natürlich nichts. Das ist wahrscheinlich auch so gewollt. Wir wollen ja nicht unser Gehör hier schädigen. Man. Bei mir ist es jetzt gerade unkritisch, weil ich habe ohnehin ein Headset an. Da kommt jetzt auch Ultraschall wahrscheinlich nicht so in der Menge durch, die sonderlich kritisch ist. Na gut. Ich suche mal ein richtiges Netzteil, was wir eingesteckt lassen können. Und dann gucken wir mal, ob wir was hier balancieren lassen können. Okay, und ich habe hier so eine sogenannte Wandwarze, so ein kleines Netzteil gefunden von irgendeinem alten Router. Wichtig dabei hier zum einen 12 Volt. Haben wir am Output stehen. Klingt gut. 1 Ampere, mehr als genug wahrscheinlich. Ich schätze mal hier bei dem Ding. Alles ab 100 mA oder so wird okay sein. Und was wir auch haben, ist dieses Zeichen hier. Wir haben das Minuszeichen auf den Ring und das Pluszeichen in die Mitte. Das ist das Center Positive, was der hier braucht. Sind eigentlich fast alle, aber ja. Ausnahmen bestätigen die Regel und Ausnahmen machen Dinge kaputt, deswegen. Kontrolle ist besser. Gut, stecken wir mal ein, gucken, was passiert. Und Lampe ist an. Okay. Und dann gucken wir mal, ob wir was hier reinbekommen mit diesen Styroporkugelchen. Das ist jetzt ein Problem, dass die hier aus der Packung raus wollen. Statische Elektrizität gewinnt halt im Zweifel auch. So, ich habe eine kleine und der liegt einfach unten auf dem Grill. Bin mir nicht sicher, ob da überhaupt was rauskommt. Das sieht aktuell nicht so wirklich gut aus. Ah, doch, doch. Ha, es schwebt. Es schwebt. Das sieht doch gut aus. Ja, jetzt können wir noch probieren, noch ein paar andere hinzukriegen. Da müssten noch ein paar andere Wellen sein. Versuchen wir uns mal. Hier haben wir noch einen helleren. Der ist auch relativ klein. Ja. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber das Ding vibriert auch noch ganz dolle. Ich würde sagen, das Ding schwebt. Man sieht auch, dass es Ton ist. Wenn wir hier dazwischen gehen, dann verändern sich so ein bisschen die Frequenzen.
Aber wir sehen auch, ich kann drunter durchgehen. Und da ist definitiv kein Draht oder irgendwas. In der Mitte ist es ein bisschen schwieriger, weil man da die Frequenz wirklich ziemlich ändert. Okay. Aber was wir definitiv sehen können, man sieht ja hier unten die rote Lampe. Ihr seht ja, das Ding leuchtet hier unten rot. Ups. So, schwebt wieder. Ich ziehe jetzt den Strom aus und dann kann man auch sehen, dass es dann theoretisch runterfallen müsste. Da man erkennen, dass es wirklich Ton ist. Und ich ziehe, ist gezogen und zack, weg ist er. Wunderschön. Also funktioniert. Jetzt kommen wir zum spaßigen Teil. Warum funktioniert es? Zum einen, weil die Kügelchen extrem leicht sind, wie wir gesehen haben. Das ist auch gut so. Denn ja, bei der gelben oder so hat er schon ziemliche Probleme, weil die halt einfach viel zu groß wohl sind. Zum zweiten, ja, Ultraschall. Also schauen wir mal, welche Frequenz wir da sehen. Eventuell, ob wir's, können wir es hörbar machen? Nein, ich fürchte nicht. Ich glaube, da gibt mein Mikrofon dann auch relativ flott auf. Das wird ein bisschen höhere Frequenz sein. Na gut, holen wir mal ein Oszilloskop und werfen einen Blick drauf. So, als erstes schalten wir die Kiste mal wieder an. Okay, jo, leuchtet rot, klingt gut. Und nehmen uns einfach direkt hier oben den. Welcher dürfte ja relativ egal sein. So, ja, wir können ja sogar hier an die Seiten dran gehen. Plus, minus. Und sehen wir da was? Ja, wir sehen was. Definitiv. Ha. Knapp 40 Kilohertz. Was mich jetzt aber gerade wundert, wir sehen ja jetzt, okay, der zeigt jetzt an 35 Volt Peak-to-Peak, aber wenn wir mal so auf die Kästchen gucken, dann haben wir zwei Kästchen. Ein Kästchen sind 10 Volt. Das heißt eigentlich 20 Volt. Wir geben aber nur 12 Volt rein. Was ich mir jetzt vorstellen kann, ist, polt er um? Nee, eigentlich polt er nicht um. Eventuell irgendein Effekt durch die Spule. Wer weiß. Aber ja, offensichtlich ein bisschen mehr, was da in Richtung Transducer geht, als wir reingeben. Okay. Ja, was die ICs angeht, der erste, den wir hatten, war der STC15F104, der Zeltor 101 Serie. Wie eben schon vermutet, ist ein 8051 basierter Mikrocontroller. Das ist so ein klassischer Befehlssatz. Das Ganze ist die F-Serie, das heißt also 5 Volt kompatibel, 3,8 bis 5,5 Volt. Das klingt schon mal gut. Und ja, halt so das übliche Zeugs drin, was man so heute erwartet. Wobei ich nicht davon ausgehe, dass groß irgendwas benutzt wird. Das Ding wird einfach nur Pulse rausjagen und das war's. Wenn wir das mal alles hier überspringen, dann kriegen wir auch eine schöne Liste und sehen hier die 104. Das wäre der hier. Der hat 4 Kilobyte an internem Flash, 128 Byte RAM. Also mehr als ausreichend. Wie gesagt, kommen wahrscheinlich nur Pulse raus. Ich habe so meine Zweifel, dass da irgendetwas an großer Intelligenz dahinter steckt. Von daher hätte es wahrscheinlich auch der ganz Kleine getan oder gar irgendwie ein 555. Naja, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall der Prozessor, der verbaut ist. Der ist vorprogrammiert, läuft also eine Software drauf. Der zweite Chip war der IR4427. Das ist ein Dual-Low-Side-Driver, also technisch gesehen einfach nur zwei MOSFETs. Der Trick hierbei ist aber, das sind Push-Pull-Driver, das heißt, also wir haben einen Eingang, der wird geschaltet auf den Ausgang, aber der Ausgang wird sowohl aktiv auf die Versorgungsspannung geschoben, als auch aktiv gegen Ground gezogen, das heißt also, der kann in beide Richtungen aktiv ansteuern und das wird hier auch tatsächlich genutzt. Woher ich das weiß? Naja, eventuell hat es mich dann doch so ein bisschen unter den Fingern gejuckt und ich habe mich da mal kurz hingesetzt und das Ganze in KeyCard nachgebaut, zumindest mal ganz grob, sodass man grob weiß, was wie wo verbunden ist. Und ja, am Schluss rauskommt das hier. Das heißt, wir können jetzt einmal durchgehen, was das Ding macht. Wir haben unseren Barrel Jack, also das Ding, wo der Strom reinkommt.
Von da aus geht es auf den Kondensator, 100 Mikrofarad bei 25 Volt, mehr als ausreichend. Und von da aus geht es dann an zwei Stellen weiter. Fangen wir mal mit dem unteren Bereich an. Da haben wir erstmal den AMS 1117 5 Volt. Der macht aus den 12 Volt, die reinkommen, 5 Volt, die rausgehen. Die versorgen einmal hier oben über einen 4,7 Kilo Ohm Widerstand die LED. Und da muss ich nochmal kurz nachkorrigieren. Das ist tatsächlich ein bisschen interessanter. Der versorgt nämlich zwar per 4,7 Kilo Ohm die LED, die geht aber dann direkt hier auf den Reset-Pin von dem und sorgt dafür, dass der offensichtlich resettet wird. Okay, interessante Methode, habe ich so noch nicht gesehen, aber anscheinend funktioniert's und ich habe da keine Verbindung irgendwie zu positiv oder negativ gemessen. Ja gut. Außerdem versorgt der natürlich auch den Mikrocontroller direkt mit 5 Volt, ist ja ein 5 Volt Modell. Ansonsten, wir haben da 5 GPIOs, die wir nutzen können. Der hier ist nicht benutzt. Die beiden anderen hier, 3.1, 3.0, die gehen einfach nur auf diesen externen Verbinder zusammen mit der Stromversorgung. Das heißt, kann man da extern noch Dinge anklemmen. Wahrscheinlich dann auch programmieren, könnte ich mir vorstellen. Bleiben noch zwei andere Pins und wenig überraschend sind das die Eingänge für unseren IR4427S, den wir da haben. Der macht, wie gesagt, Push-Pull, heißt, der muss natürlich auch irgendwo hin pushen und pullen. Dazu gibt es auf Ground Ground und auf VS geht es direkt an die 12 Volt. Das heißt also, der wird direkt von diesem Anschluss hier versorgt und nicht über die 5 Volt. Hat dann dabei auch nochmal einen 100 Nanofarad zum Entkoppeln, also Stromversorgung stabil. Und die Ausgänge davon, das ist einmal der Pluspol und einmal der Minuspol von diesen Lautsprechern. Die sind beide parallel geschaltet, das heißt also, die lassen sich nicht irgendwie einzeln ansteuern oder sowas. Da ist auch nichts irgendwie an Logik, was dann Feedback-Gedönse oder sowas macht, sondern man nutzt dann tatsächlich hier Out A und Out B, um entsprechend die Polung dann jedes Mal umzudrehen und da ja, tatsächlich sinnvoll AC rauszujagen. Und das Ganze geht dann auch durch das Push-Pull sehr schnell. Das heißt also, die Flanken sind sehr steil. Wir haben nicht wie bei einem Widerstand oder irgendwas dann, wo die Spannung dann langsam wieder ansteigt oder absinkt, sondern hier ist mehr oder weniger instant das Ding oben oder unten. Können ja hier auch mal reingucken. Dann haben wir hier Propagation Delays oder Rise On Time von irgendwie maximal 35, 25 Nanosekunden. Ausgerechnet finde ich es jetzt nicht, aber ich denke, wir können davon ausgehen, dass das Ding ein bisschen mehr drauf hat als die paar Kilohertz, die wir hier schalten. Dann kommen wir noch zum obligatorischen und für einige vielleicht langweiligen Teil der groben Theorie. Warum schwebt denn da überhaupt was? Naja, wir wissen ja jetzt schon, dass es irgendwas mit Ultraschall zu tun hat und stehende Wellen habe ich eben auch schon genannt. Ultraschall, das ist ja quasi alles, was Menschen nicht mehr hören können, also 20 kHz aufwärts, 40 kHz haben wir gemessen, also das kommt schon mal ganz gut hin. Und diese 40 kHz, die kommen jetzt aus diesen, in Anführungszeichen, Lautsprechern hier raus und die gehen dann als Schallwellen durch die Luft. Schall kann aber halt auch Matte und genau das passiert hier. Von oben, da kommen jetzt hier an der Stelle eine Welle, zum Beispiel sagen wir mal mit hohem Luftdruck an. Von unten, da ist der Abstand ein bisschen größer, wir sind also etwas später in der Welle drin oder früher, je nachdem wie man es sieht. Und da haben wir jetzt plötzlich tiefen Luftdruck. Naja, hoher Luftdruck minus tiefer Luftdruck ist gar kein Luftdruck oder zumindest mal keine Abweichung gegenüber von dem normalen Druck im Raum. Genau das ist jetzt der Trick, denn wir haben jetzt hier so ein paar Stellen, wenn wir da gucken, da ändert sich der Luftdruck nicht. Und das sind unsere sogenannten Knoten, das sind die Stellen, wo entsprechend diese Kügelchen da schweben können. Eigentlich schweben sie auch nicht, sondern sie werden immer mal von oben gedrückt, dann von unten gedrückt und ja gut, das gleicht sich dann halt wieder aus. Und für uns sieht es so aus, als ob es da an einer Stelle quasi in der Luft festgenagelt ist, hat jemand den Siemens Lufthaken ausgepackt. Das können wir auch ausrechnen. Dazu holen wir uns mal die Geschwindigkeit und wir arbeiten hier mit Luft, also die reguläre Schallgeschwindigkeit, 343 Meter pro Sekunde. Und die teilen wir durch die Frequenz, also 40 Kilohertz, beziehungsweise das sind dann ja 40.000 Hertz.
Rauskommen 8,575 mm, plus minus ein bisschen. Schallgeschwindigkeit, die ist von vielen Faktoren abhängig. Zum Beispiel durch die Temperatur kann die mal ein bisschen schneller, langsamer werden, aber so um den Dreh. Dieser Wert, das nennt man auch die Wellenlänge von dieser Frequenz. Und von der können wir jetzt eine Menge Dinge hier ableiten für unseren Aufbau. Der Abstand zwischen unseren beiden Schallquellen, der sollte nämlich zum Beispiel ein Vielfaches der halben Wellenlänge sein. Halbe Wellenlänge wären also 4,2875 mm. Und wenn wir jetzt hier schauen, 22 mm, das passt doch gar nicht. Naja, kein Wunder. Das, was wir hier gemessen haben, ist ja nur die Kante vom Gehäuse. Der eigentliche Schallerzeuger, der ist ein bisschen tiefer im Gehäuse drin. Da kommen wir eher so auf 3 cm und 3 cm Abstand wären 7 mal die halbe Wellenlänge. Passt. Und auch diese Knoten, wo das Ding schwebt, die kann man damit bestimmen. Die sind nämlich genau immer bei der halben Wellenlänge, also eben diese gerundet 4,3 mm. Wenn wir jetzt hier gucken, ja, etwas über 4 mm. Also auch an der Stelle stimmt unsere Theorie offensichtlich mit der Praxis überein, die wir hier messen können. So, jetzt ist aber auch mal gut. Endlich mal wieder ein interessanter Bausatz, der mich auch wirklich dann mal abgeholt hat. Hat mich auch ehrlich gesagt ein bisschen mehr Zeit gekostet, als wahrscheinlich nötig gewesen wäre. Aber ja, ich wollte halt wissen, wie die ganze Technik dahinter funktioniert und was das überhaupt für ein Effekt ist. Also, wieder was Neues gelernt, verstanden, was das Ding macht. Und hey, selbst wenn man sich da nicht so reinnörden will, dann hat man immerhin irgendwas, was interessant aussieht und auf dem Schreibtisch als Blickfang dienen kann. Zumindest so lange, wie man das Ding richtig zusammenbekommt und es am Schluss, wie hier, das tut, was es soll.